bin Julia. Ich bin Judith. Wir sind vom Interior- und Design-Blog Unique hier aus Berlin. Ihr seht uns heute hier auf unserem kleinen Sommerbalkon, denn ja, wir sind als Blogger viel unterwegs, aber manchmal lieben wir es auch total, einfach nur im Homeoffice zu arbeiten. Und dafür haben wir diesmal zusammen mit Pflanzenfreude.de und Emsa eine total coole Sommeroase kreiert. Aber die Julia erzählt euch mal, was wir hier so alles auf dem Balkon vorfinden. Genau, also wir haben quasi eine Farbexplosion, die einfach Frische reinbringt. Wir haben hier die Lilie, wir haben das Wandelröschen und kombiniert haben wir sie mit der My City Garden Kollektion von Emsa. Und das bringt einfach einen richtig schönen Kontrast. Kein Homeoffice ohne Mittagspause, das ist für uns ganz klar. Da bedienen wir uns am liebsten von den frischen Kräutern, die wir auf dem eigenen Sommerbalkon vorher angepflanzt haben. Wir lieben es einfach, frisch zu essen. Und da kommt uns dieser Trend vom Urban Gardening natürlich total recht. Wir ernten gerne im Sommer beispielsweise Rosmarin, Basilikum und Thymian oder auch die Tomaten, die hier am Tomatenstab von Emsa eigentlich bis zum Himmel wachsen. Bei uns gibt es den sommerlichen Frische-Kick nicht nur in den Pflanzen, sondern auch im Glas. Wir haben uns für Himbeeren und Brombeeren entschieden, weil wir lieben Smoothies und haben sie an einem vollsonnigen, windgeschützten Standort platziert, weil so mögen sie es am liebsten. Für unser sommerliches Homeoffice haben wir uns den Outdoor-Gestaltungstrend Energize ausgesucht. Das ist eine Kombination aus grafischen und spielerischen Elementen und die sorgen für ganz viel Energie und Lebenskraft. Die Lilie ist ja übrigens die Gartenpflanze des Monats Juli von Pflanzenfreude.de und hier bei uns im Homeoffice strahlt sie wirklich durch ihre total schönen sommerlichen Knallerfarben. Passend zur Lilie und zu den anderen Gartenpflanzen haben wir uns den modernen Blumenkasten der Emsa Kollektion City Classic ausgesucht. Das Besondere an dem Blumenkasten ist das AquaPlus Bewässerungssystem, weil es uns das wirklich erlaubt, dass wir ein paar Tage verreisen und uns keine Sorgen um die Bewässerung machen müssen. In unserem Outdoor-Arbeitszimmer können wir total kreativ arbeiten und lassen uns nicht nur wegen der Sommerpflanzen gerne inspirieren. Aber am Ende des Tages ist es auch mal gut mit der vielen Arbeit und dann geht es bei uns wirklich nur noch um Erholung. Und mehr Inspiration gibt es auf pflanzenfreude.de und Emsa.